Was versprichst du dir von dieser Torheit? Selbst wenn ihr mich überwindet, um das Bannwort zu sprechen, musst du in das Herz des Flüsterns eindringen. Hinab in den Spalt. Und dort gibt es kein Überleben. Haltet den Mund, Hochwohlgeboren! Einen haben wir verloren, ne? Da liegt er. Mist. Zauberer hätten wir gebraucht. Aber wir haben Aurelia noch. Die habe ich das letzte Mal schon verloren. Ist also nicht so schlecht. So, passt auf. Jetzt gilt es, die Dinger hier zu zerschlagen. Da habe ich auch erst festgestellt, dass es... im letzten Moment festgestellt, dass es ja diesmal sogar Naurim schafft, sowas zu zerschlagen, ne? Und wenn der denn das schafft, dann machen wir das auch. So, dann geht der eine hier hin. Mein Zwerg geht mal hier rüber. Der müsste mal was trinken, oder? Nee, noch nicht. Ah, ich bräuchte meinen Zauberer, damit er einen Acceleratus. So, die. Ja, ich kann dich ja nicht, oder? 99 Raserei? Das halte ich für ein Gerücht. Der ist doch bestimmt immun dagegen, oder? Ah, geht auf mich. Klar. Auf wen sonst? Ja, dann... versuchen wir mal, die Aurelia dort zu retten. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen, Raserei, wenn der in der Nähe von ihm hier gestanden hätte, ne? Wäre nicht so übel gewesen. So, weiter. Du, dein Ziel ist das da. So, du gehst ganz weit fort. Nämlich hierher. Zu Aurelia. Jetzt müsstest du dir einmal einen Zaubertrank gönnen. Ich bin vergiftet! Weil du hast ja keinen Heiltrank von mir bekommen. Oder? Vielleicht hat sie einen. Ich weiß gar nicht. So. Was ist denn das? War nichts zu sagen, oder? So, jetzt müsste aber langsam auch... Warte mal, jetzt haben wir gesagt. Was haben wir gesagt? Wir gehen hier runter. Schauen, ob wir dir einen Halt dran geben können. Oh, haben wir sogar. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. So, dann geht der hier hin. Ich ja, muss jetzt drauf zurückgreifen, ne? So, du... Ach, der braucht... Der braucht sein anderes Schwert. Ach, der braucht sein anderes Schwert. Ich Dummkopf. Sagt's mir doch. Da ich ein Dummkopf bin. Ach, der war nicht schlecht. Der war nicht so schlecht. Sag mal, wie ist denn das überhaupt hier nochmal? Wir hatten doch ein Antidot. Könnten wir doch mal Naurim geben irgendwann. Achso, was ist denn jetzt los hier? So, du nimmst dir bitte einen Zaubertrank.
Und spaß den aber mal auf. Ja? So, du musst weiter. Und zwar hier rüber. Und du, mein Freund, du gehst hier rauf und haust. Ich hasse Gift! Wer hasst das nicht, mein Freund? Naurim, wer hasst das nicht? Ich hätte vielleicht schon... was soll's. Er schafft's aber immer, ne? Wir könnten uns ja schon mal heilen. Nicht, dass wir dann gleich... Wir könnten uns schon mal heilen. Macht das was? So, wir könnten uns schon mal heilen, haben wir gesagt, ne? Gleich. Noch ein Antidot. Ich weiß noch nicht recht, was ich dazu sagen soll. Wir haben jetzt zwei Kriege da. Ich würde sagen, unseren Zwergen geben wir schon noch einen, geben wir noch einen guten. Der hier bräuchte auch noch einen. So, du machst mal gar nichts mehr. Oder hast du noch was? Nee. So, du gehst hier rüber und nimmst auch schon mal hier einen guten Heiltrank. Mein Zwerg, der geht ein bisschen rauf. Ich weiß nicht warum, aber mach's einfach. Und nimmt einen guten Heiltrank. Das interessiert uns nicht sehr, denn wir haben unsere Magieresistenz weit nach oben geschaut. Ah, jetzt ist natürlich blöd. Ah, jetzt habe ich Takati hier. Ah, gut, von mir aus. So, gut. Ah, Takati eigentlich nicht. Der ist anfällig hier. Naja, was soll's. Oh, nicht nur noch auf... Ach nee, halt, der geht auf. Ja. Ah, jetzt hauen sie ganz schön zu. So, jetzt. Macht. Und jetzt? Haben wir einen vergessen? Nö, haben wir nicht. Ja, was soll ich denn da noch machen? Gib mir einen Moment, mein Junge. Ich muss zu Atem kommen. Ich bin ein alter Mann. Einen Moment nur. Hast du noch so viel Ehre? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Es tut mir... Nein, mein Freund Urias. Nein. Ehre? Ich bin ein Mörder. Wisst ihr nicht mehr? Übel, oder? Also schaut euch das mal an. Ich habe noch keinen Schritt gemacht. Übel. Ah,
Ja, jetzt kommt's drauf an. Was machen wir? War das der Zauberer? Wenn wir den auf unsere Seite bringen könnten. Was sagt denn ihr? Oder? Urias. Aber den auf unsere Seite? Ach, ich so Dummkopf. Dummkopf. Der schießt auf uns. Naja, was soll ich machen? Was war das? Schau. Jetzt wäre es nochmal interessant geworden. Takati. Ah, wir müssen so schnell wie möglich zu Urias hin. Da rabbelt sie sich wieder auf, aber zu spät. Viel zu spät. Auf alle Fälle darf man sich, glaube ich, nicht mehr mit... Also wenn ich mich mit denen allen auseinandersetzen würde, ne? Ging nicht viel. Der hier wäre vielleicht auch noch interessant, wenn unsere den... Könntet ihr den? Noch als letzte Aktion, was er macht, dass er den noch zur Raserei bringt? Oder so einen großen zur Raserei. Schwierig zu sagen. Oh, das war nicht gut. Ich wollte mich aber ein bisschen in Sicherheit stellen. So. Aber oh, der kann ja gar nichts. Ich habe noch einen. Na dann, los. Aber der hat keinen mehr. Schade, wir hätten den einfach... Entweder Raserei oder den heilen. Heilen, oder? Die Frage, ne? Raserei noch, denn dann ist er tot. Oder heilen. Raserei, heilen. Der wäre ja nicht schlecht gewesen mit Heiler, mit Raserei. Der wäre sogar gut gewesen. Aber das ist auch nicht so schlecht gewesen, glaube ich. Vielleicht haut er ja auf Urias drauf. Oh, sie ist nochmal dran. Sie ist nochmal dran.
Ich würde trotzdem sagen, den nochmal... Sag mal, wie ist denn das jetzt nochmal? Plus 10 Lebenspunkte, plus 7 Lebenspunkte, plus 10. Ist doch nochmal nicht schlecht, oder? Und was, wie viel hat der noch Heiltränke? Ein. Soll er den lieber für sich benutzen, oder? Hauen wir jetzt erstmal weiter da drauf, ne? Was kannst denn du? Nicht viel. Jetzt ist er hin. Jetzt ist er hin. Ach, nicht ihr gegeneinander. Ist ja blöd. Ihr sollt nicht gegeneinander. Du hättest lieber gegen einen von denen hier kämpfen müssen. Pass auf, wir müssen trotzdem nochmal... Was denn überhaupt... Ah. Er hat bestimmt noch 50 Heiltränke, oder? Sagt ihr. Mindestens. Urias hat doch bestimmt noch 50.000 Heiltränke. Der ist jetzt wieder... Ach, jetzt plötzlich zaubert er wieder. Auf Urias ist gut. Das ist nicht so gut. Ja, normalerweise könnten wir jetzt einen von denen ausnocken da, ne? Zum Beispiel den, nee, den da oben, ne? Ah, nee. Wir müssen fokussiert bleiben. Ah! Nimmer viel, ne? Aber schafft man leider nicht. Fehlt uns irgendwie ein Heiltrank. Nochmal ein Heiltrank wird uns fehlen. Ein einziger, glaube ich. Für jeden von denen noch ein Heiltrank? Ah, oh, die kriegen aber immer zu. Oh, der Urias kriegt nicht schlecht auf die Mühe. Ah, schade. Wenn der treffen würde. Oh, trifft er nicht. Oh, es wäre nicht mehr viel. Es wäre nicht mehr viel. Ah, vorbei. Es ist nicht mehr viel, ne? Das ist ja fast schon... Ah! Ist der noch? Der ist nicht mehr... Irgendwelche letzten Worte, Graf? Ja, ich hatte recht. Der Hund ist tot. Und was jetzt? Du weißt, was er gesagt hat? In diesem Spalt wartet der Tod. Ich weiß, was er gesagt hat.
Keine Geheimnisse mehr? Keine Geheimnisse mehr. In jener schwülen, drückenden Jahreszeit, die Mengelaner Basiliskendage nennen, erhoben sich über 100 falsche Propheten. Aufstände wüteten, Adlige und Geweihte wurden erschlagen. Misstrauen und Angst legten sich wie Mehltau über das Land. Mit der Austreibung des namenlosen Flüsterns verwelkten die Propheten wie Blätter. Und so plötzlich, wie er entstanden war, löste sich der große Aufstand in Luft auf. Gefährden, sie kehrten nach Mengbilla zurück. Keine Lieder wurden über sie gesungen, kein Dank, kein Lob erwartete sie. Und weiter dampften die Öfen der Giftmischer, die Sklavenjäger machten sich wieder auf die Jagd. Vielleicht, vielleicht wird sich niemals etwas ändern. Denn dies ist der wilde Süden und seine Bewohner, sie bleiben Schurken. Tja, ein Ende irgendwie für einen zweiten Teil gemacht, ne? Denkt man, ne? Puh, ich werde nicht den ganzen Abspann wahrscheinlich laufen lassen. Mal schauen, wie lange ich labere. Viel wird's nicht sein. Kurzes Fazit. Insgesamt haben mir die Kämpfe wahnsinnig Spaß gemacht. Insbesondere auf schwer, denn da konnte man so richtig knobeln und tüfteln. Aber was ich wirklich nicht gemocht habe, war so, dass dieser Glücksfaktor, der ja beim schwarzen Auge eigentlich drin sein muss, ne, dieses Würfelglück, der war mir dann doch ein bisschen zu blöd. Ich sag's mal, wie es ist. Ein bisschen zu oft musste ich einzelne Kämpfe absolvieren, ohne dass ich irgendwas so richtig falsch gemacht habe, sondern wirklich mit Glück hat man das geschafft. Noch etwas, ich denke immer noch, dass man mit einem Bogenschützen viel, viel besser durchgekommen wäre, als wie mit einem, Krieger. Ich denke, das war nicht so gut balanciert. Was mir auch nicht so gefallen hat, war die Ausrüstungswahl. Es gab sehr wenig Ausrüstung. Ich habe keinerlei, ja, wenn man einen Kampf gewonnen hat, dass man gesagt hat, oh, jetzt bekommt man wieder eine anständige Rüstung oder sowas. Hätte mir mehr gefallen, wenn man da irgendwie sowas bekommen hätte oder Gold, dass man sich irgendwas kaufen konnte, aber sowas Richtiges gab es ja nicht. Ja, bis zum Schluss hatte ich bei dem einen nur einen Zweiergürtel, ne, also, ich weiß nicht, ob das an schwer gelegen hat oder ob ich irgendwas übersehen habe. Wer weiß das schon. Ansonsten, schönes Spiel. Wünsche mir einen zweiten Teil. Wünsche euch noch einen schönen Abend, Nacht, Morgen, Tag, was auch immer. Und wie ich es immer so schön am Ende sage, schaut nicht so viele Let's Plays. Genießt das Real Life. Ciao, ciao.